Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem Pfälzerwald. Wir haben jetzt ja, 4.23 Uhr. Es ist eine Uhrzeit, die hasse ich total. Aber ich bin auf dem Weg zu einem Motiv, welches man eigentlich nur im Sommer gut zu Sonnenaufgang fotografieren kann. Deswegen muss ich leider so früh aufstehen. Ja, macht keinen Spaß, aber manchmal muss man auch so ein bisschen die Komfortzone verlassen, damit es auch vom Bild her ganz gut wird. Also wird ein langer Morgen auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja, 4.24 Uhr. Ich ziehe jetzt meine Schuhe an. Und ja, da würde ich sagen, dann geht es erstmal nach oben. Kaffee habe ich leider nicht dabei. Ja, da war ich zu faul, heute Morgen noch Kaffee zu kochen. Aber es geht auch ohne. Deswegen erstmal Schuhe an und dann würde ich sagen, los geht's. Also, ich bin jetzt hier an meinem Fotomotiv angekommen. Man sieht hier auch so den Felsen. Ist, glaube ich, so einer der bekanntesten hier im Pfälzerwald, nämlich der Teufelstisch. Und ich werde hier auf jeden Fall den Sonnenaufgang fotografieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen genießen hier oben, meine Kamera in Ruhe aufbauen und nachher noch zwei, drei Worte über meine neue Nikon Z8 verlieren. Man hört schon, die Vögel sind relativ laut. Aber genau das liebe ich ja, wenn man morgens früh aufsteht, dann hat man erstens mal ein kühleres Wetter, man ist alleine, man hat wunderschöne Vögel und kann die Natur genießen. Das heißt, es hat viele Vorteile, aber der Nachteil ist eben, ja, 3.30 Uhr aufstehen, aber naja gut, gehört dazu. Auf jeden Fall jetzt erstmal hier Stativ auspacken und diesmal habe ich Stativ dabei. Genau, dann erstmal Kamera einrichten, Objektiv wechseln und dann schaue ich mal, was heute noch so geht. Also ich habe jetzt hier meine Komposition eingerichtet und ich schalte jetzt mal um hier auf mein Live-Bild der Kamera. Ich habe zum einen im Hintergrund hier meinen Teufelstisch und habe darauf geachtet, dass ich eben auch im Vordergrund Elemente platziere, die für meine Komposition Sinn ergeben. Der andere Ast, der so von links, vom linken Bildrand nach rechts oben hin so eine ja, leichte Kurve führt. Dadurch kann ich eben das visuell ein bisschen mit meinem Hauptmotiv verbinden. Und darauf achte ich eben immer am Motiv, dass ich solche Elemente wie führende Linien oder Formen irgendwie mit in die Komposition mit reinbringe. Mein Hauptmotiv an dem Spot ist natürlich der Teufelstisch, klar. Und dann versuche ich eben immer auch die Elemente um mein Hauptmotiv herum ein bisschen mit reinzunehmen und in die Komposition mit einzubinden. Und das funktioniert eben gerade mit solchen Dingen wie Wurzeln oder Felsen, die eben zu meinem Hauptmotiv führen, zum Beispiel am Wasserfall auch der Flusslauf, die versuche ich da eben immer ein bisschen mit einzubinden. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das Licht. Aber ich denke mal, so die nächsten 10 Minuten dürfte die Sonne aufgehen. Wir haben jetzt nämlich ja, 5.19 Uhr. Bis die Sonne da hinten über den Bergen ist, dürften wir bei, ja, ich denke mal so 5.40 Uhr, 5.45 Uhr sein. Das dauert 20 Minuten. Und mein Ziel ist es, dass das Licht hier wunderschön hier vorne so durch den Felsen leuchtet und dann meinen gesamten Vordergrund anleuchtet. Dass wir schön diese goldene Stimmung hier mit dabei haben. Und dann versuche ich eben auch, dieses Licht so als führende Linie zu nutzen, welches mein Betrachter so ein bisschen durch das Bild führt. Das heißt, ich habe einmal mein Hauptmotiv, den Teufelstisch, rechts nebenan die Sonne, die reinleuchtet. Und das versuche ich dann eben in der Komposition auf einem Bild zu fotografieren. Und es gibt so zwei, drei Dinge an der neuen Z8, die mich auch ein bisschen stören. Ich habe ja auch gesagt, dass ich hier ein bisschen drauf eingehen möchte. Und das Erste, was mich hier stört bei der Z8, ist der Delay Mode. Und ich konnte bei der Z7 und bei der Z6 immer hingehen und der Kamera einfach sagen, sie soll nach der Auslösung, nachdem ich den Auslöseknopf gedrückt habe, nochmal 2 Sekunden oder eine halbe Sekunde warten, bis wirklich das Bild fotografiert wird. Im Prinzip wie früher die Spiegelvorauslösung. Das hat jetzt Nikon, warum auch immer, bei der Z8 entfernt. Gerade wenn ich nachts unterwegs bin, könnte man meinen, ja gut, dann stelle ich den 2-Sekunden-Timer ein, den Selbstauslöser. Problem ist dabei nur, dass sie hier vorne so eine kleine Leuchte haben. Und die leuchtet dann wunderschön die gesamte Landschaft aus. Das heißt, die anderen Fotografen, die dann am Motiv sind, die ärgern sich nur. Und auch für mich ist es nicht schön, ja. Also ich will nachts in Ruhe fotografieren und auch keine Tiere unnötig stören. Deswegen finde ich es halt schöner, wenn man da hingeht und lieber
ja, diesen Delay Mode wieder aktiviert bzw. über ein Firmware Update eventuell hinzufügt. Was mich an der Z8 auch ein bisschen stört, ich weiß, ich rede gerade nur über die negativen Dinge. Und was jetzt bei dieser Kamera nicht mehr geht, ist die Bildgröße einzustellen. Ich konnte früher bei der Z6 und Z7 hingehen und hier die Bildgrößeneinstellung einstellen. Und da konnte ich bei der Kamera mal einstellen, mit welcher Megapixelzahl ich fotografieren will. Gerade hier bei Landschaften, klar, da nutze ich die vollen 45 Megapixel. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Event fotografiere oder einfach, ja, nicht diese vollen Megapixel brauche, dann fehlt mir das ein bisschen. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, jetzt hier von 45 Megapixel auf zum Beispiel 24 Megapixel oder 12 Megapixel umzustellen. Einfach gesagt, ich bin immer fixiert auf diese 45 Megapixel und kann nicht hingehen und sagen, komm, ich will jetzt mal mit 6000 mal 4000 fotografieren. Geht nicht. Kann man hier nicht einstellen. Und das ist so der zweite Kritikpunkt, den ich bei dieser Kamera überhaupt nicht mag. Das sind aber alles zwei Punkte, die man durch eine Firmware updaten kann. Das heißt, Nikon, wenn einer zuhört von Nikon, gerne mal weitergeben an die entsprechende Abteilung, damit da was getan wird. Also wir haben jetzt hier wunderschön die Sonne, die hier den Teufelstisch anleuchtet. Man sieht sogar die Sonne hier neben mir. Und ich bin jetzt mal hingegangen und habe das Ganze mal im Querformat aufgebaut. Weil im Hochformat kriegt die Sonne nicht mehr drauf, weil dafür steht die Sonne zu weit rechts vom Motiv. Und im Querformat sieht es dann, finde ich, auch ganz schön aus. Ich bin jetzt hier bei einer Blende 10, einer Anfangsverschlusszeit von einer 125stel und mache eine Belichtungsreihe. Die Kamera hat ja keinen mechanischen Verschluss mehr, das heißt, es wird alles elektronisch fotografiert und deswegen, ja, ist da auch kein Geräusch mehr, was eigentlich da ist. Deswegen wird es hier von einem Lautsprecher dann erzeugt, damit man eben noch ein bisschen so das Gefühl hat, man arbeitet mit einer, ja, richtigen Kamera. So, ich habe jetzt hier mein Foto gemacht und ich muss sagen, ich bin mega zufrieden. Also das Licht leuchtet wunderschön hier rein. Und ich zeige dir jetzt mal das Querformat, das ist im Prinzip mein finales Foto. Und ich muss schon sagen, ich bin da mega zufrieden mit. Und es war heute echt ein gelungener Morgen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen davor laufen, mal gucken, ob ich da noch eine Perspektive finde. Und dann schaue ich mal, was ich heute noch hier mitnehmen kann. Aber ich muss sagen, alleine für dieses Foto hat es sich gelohnt, heute Morgen aufzustehen, auch wenn es sehr früh war. Aber manchmal muss man eben auch die Komfortzone verlassen, damit man das ein oder andere gute Bild mitnimmt. Und das ist ja Landschaftsfotografie, das gehört ja dazu. Und diesmal tatsächlich sogar Stativ dabei und nicht wie beim letzten Trip das Stativ vergessen. Es war zwar ein relativ kurzes Video, aber ich denke, ihr könnt trotzdem ein bisschen was für euren Workflow mitnehmen. Ich werde jetzt auf jeden Fall nochmal ein, zwei Fotos hier machen und anschließend baue ich auch ab und laufe runter. Da geht es zur nächsten Bäckerei, dann da nochmal eine schöne, gute Brezel mitnehmen und dann erstmal frühstücken. Wir haben ja erst 5.40 Uhr, von daher alles entspannt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben drücken, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin!